Wir kommen in den Wuppertal-Steinbeck. Ihre zugeordnete Lokomotive wartet im vorausliegenden Betriebsbahnhof. Sie wird, und den Rest habt ihr ja selber noch lesen können. Ich war so erstmal schön wieder auf Imperial, auf metrisch gestellt. Ja, was liegt an? Hab ich das Licht bewusst an oder hab ich es aussehen angemacht? Ich bin verwirrt. So, wir sind das erste Mal in der BR 185.5 MRCE, wie es scheint. Danke, jetzt sieht man noch mehr. Dann wollen wir mal die Batterie 5 Sekunden lang drücken. Ich habe nicht gezählt, aber das ist ja auch halb so wild. Setzen wir uns hin. Schalter auf neutral. Machen wir es einfach hier mit. Beziehungsweise machen wir es einfach mit den vorgegebenen Bedienelementen im Cockpit oder im Führerhaus. Um da nochmal die Bonuspunkte uns zu schnappen für die BR 185.5. Dann Stromabnehmer heben, den Trennschalter schließen. Dann können wir auf vorwärts gehen. Handbremse auflösen. PZB an, Siefer an. Zack. Was stellen Sie denn auf 10%, um sich in Bewegung zu setzen? Das ist ja schon fast wie Tutorial-mäßig. So, dann halten wir mal hier beim Wuppertaler Rangierbahnhof. Scheinbar geht es dann gleich für uns in die andere Richtung. Ist aber auch echt früh noch. Ja, das erste Szenario von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Um das nochmal zu erwähnen. Weil wir bekommen das ja auch so, die Punkte. Dann werde ich jetzt gar nicht, ja. So. Ach, wir hätten nur hier rüberfahren müssen, ne? Wir hätten gar nicht halten müssen. Das ist jetzt wiederum belastend. Dürfen wir auch nur 25 fahren? Was natürlich auch Sinn macht, wenn wir die Spitzensee. Na, auf hell machen. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Ja gut, dann ist es halt so, wie es ist. Dann haben wir sie halt nicht wirklich vernünftig an. Das ist der Unterschied zwischen fahren und fahrend. Zugbeeinflussung. So, wir haben noch das gelbe Signal. Wir müssen jetzt in Wuppertal halten. Das ist im Wuppertal Hauptbahnhof. Das sind wir schon fast. Dann geht's vermutlich dann gleich wieder zurück. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Machen wir den Motor wieder ein bisschen heller, schnell. Ich sehe nämlich kaum noch was.
Also den Kontrast höher stellen. Oh Gott, die Sonne blendet. Was an Bildmaterial, an Foto, an Screenshot. Zugbeeinflussung. Vielleicht sehe ich jetzt auch besser durch den Kontrast der Erhöhung mögliche Magneten, wobei wahrscheinlich eher nicht. Wir fahren, wie es scheint, zum Dings, zu unserem nächsten Ort, da wo quasi die Siefer. Die nächsten, wie heißt das Ding nochmal gleich? Zugbeeinflussung. Wo wir unsere erste Ladung abholen, beziehungsweise wo der Zug, die Lok, ihre erste Ladung abholt. Hier an dem Bahnsteig vielleicht irgendwie was aufzuheben. Ich weiß schon, also es sind einfach zu viele verschiedene Routen, wo man so viele verschiedene Sachen machen kann. Also an Sammelobjekten. Wir müssen wahrscheinlich warten, bis wir jetzt gleich wieder grünes Licht haben. Okay, wir sollen jetzt über Wuppertal Oberbarmen. Wir können einfach mal, wir müssen sowieso gerade warten. Wir müssen über Wuppertal Oberbarmen, über Wuppertal Langerfeld fahren und dann halten wir in Wuppertal am Rangierbahnhof an der Ausfahrt. Dann wechseln wir den Führerstand, kuppeln wir ein paar Wagen an und dann fahren wir zurück zu Wuppertal Langerfeld, dem Rangierbahnhof, und dann machen wir noch jede Menge andere Sachen. Müssen wir erstmal auf den Regionalverkehr warten, bis der durch ist. Damit wir uns dann mit doch ein bisschen mehr zunehmender Geschwindigkeit zum Einsatzort bewegen können. Und wir dürfen uns fortbewegen. Natürlich aktuell noch in Beeinflussung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Dann wollen wir mal über Wuppertal Oberbarmen fahren, nachdem wir uns hier über die verschiedenen Weichen gezwängt haben. Wir sind noch in der... Vergessen nicht mehr. Dann können wir jetzt... Okay, mehr oder weniger Stoff geben. Von einer Kilometer pro Stunde. Damit wir auch möglichst zeitnah am Einsatzort ankommen. Ich
glaube, ich kann den Kontrast wieder niedriger schalten. Wird ja langsam wieder Tag. Gehen wir vielleicht auf 63 Uhr Kontrast. Oh. Was? Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Well. Da war ich zu verwirrt von. Für einen kurzen Zeitraum von neuen Zeichen. Hei. Hä, warum dann Geschwindigkeit? Ah, ich verstehe. Ich glaube, wir dürfen nur 120 fahren. Okay, ich verstehe. Ich lerne dazu. Dann, ja gut, das ist schon mal gut zu wissen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, es ist eine Person verkehrt, natürlich ist in diesem Vorrang. Siefer. Ich hoffe, dann noch Siefer. Dann rollen wir mal auf so rotes Signal zu, damit wir möglichst wenig im Bahnhof halten. Natürlich auch mal was Interessantes, so zum Einsatzort zu fahren oder zum bestimmten. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Okay. Zwangsbremsung. Ja, Schnauze. Zwangsbeeinflussung. Ja, ist ja gut. Aber ich habe ergriffen. Kein Grund zum Meckern. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ist natürlich auch mal schön, irgendwie so zum eine Lok zum Dingsort zu fahren, also quasi zum Einsatzort zu bringen. Und dann zum nächsten Ort rangieren. Die Waggons. So
so wie es scheinbar werden wird. Wieder mal ein Hin und Her durch die vielen Wechsel der Gleise. Jetzt geht's auf die Richtung Güterrangierbahnhöfe. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. What the fuck? Zugbeeinflussung. Das ist auf alle Fälle kein Szenario für das Wetter. Das ist eher was für, keine Ahnung, tiefster Winter. Ach nee, Winter gibt's ja nicht mehr. Oh Gott, immer dieses Hin und Her, dann ist ja den scheiß Kontrast auf 100%, mir auch egal. Zugbeeinflussung. Das ist aber auch ein Quietschen bis zum Umfallen, ne? Das ist schon schön. Da hinten scheint gerade noch eine abgestellte S-Bahn zu stehen. Oh, sehr schön. Mit den Krähen. I like it. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich auch gleich halten, weil der Güterzug, der jetzt gerade links vor uns fährt, vermutlich noch vor. Also, was heißt er vermutlich? Der hat Vorrang. Und aufgrund von dem haben wir wahrscheinlich gerade noch ein rotes Signal. Deswegen kullern wir einfach mal mit den 20 km pro Stunde einfach hier entlang.
Warum auch immer. Jetzt sehe ich noch weniger. Ah, Spitzenignale. Ah, geht doch. Wunderbar. Ja gut, da sind wir sind schon gleich bei der Ausfahrt. Zugbeeinflussung. Von Wuppertal dem Rangierbahnhof. Das war der Ausfahrt. Wir koppeln jetzt die Waggons an, die rechts, die links neben uns sind. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Würde zumindest Sinn machen. Ach, der Güterzug muss doch wegen uns warten. Haben wir jetzt scheinbar doch in diesem Fall Vorrang. Hat sich natürlich gelohnt, jetzt die Spitzensignale zu aktivieren oder herauszufinden, wo die Spitzensignale sind. Denn jetzt müssen wir natürlich wieder switchen. So, Leistungswende aus. So, dann wollen wir jetzt hier wieder auf Lichter. Hinsetzen auf Vorwärts in Richtungswender und geben Sie den weichen Werter Bescheid, dass der Zug jetzt angebracht werden kann. Fahren Sie mit begrenzter Geschwindigkeit weiter. Es ist ja schön, dass man jetzt hier nichts hört gerade. Okay. Dann ist es halt, wie es ist. Oder hätten wir... Ne, es ist doch den... Ja gut, schrecken weiter. Passt. Wir mussten nichts machen. Ich habe schon befürchtet. Ich habe schon befürchtet, wir hätten etwas machen müssen, was ich natürlich übersehen hätte. Dann kommen wir mal die 20 Wagen an. Der Ecklichter kommt, okay, wir hätten die Spitzensignale beibehalten können, mehr oder weniger. Wobei, ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt gleich wieder switchen müssen oder nicht. Das werden wir gleich sehen. So, ich meine mich erinnern zu können an Koppel mit 5 km pro Stunde. Oder war das Meilen? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist wahrscheinlich wieder zu weit weg. Austemmen. Ich würde aussteigen. Und ankoppeln wollte ich. So, Leistungsregel auf 0. Zugbremsen auf falsche Richtung, volle Leistung.
Hauptschalter auf aus. Stromabnehmer senken. Also war es für den Moment, dieser Bezug ist bereit für den Hauptverkehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wunderbar. Okay. Das habe ich mich wohl scheinbar gerade eben noch ein bisschen verlesen. Oh, eine Goldmedaille haben wir bekommen. So, Level 5 mittlerweile auf Rhein-Ruhr Osten. Level 2 in der BR 185.5 MRCE und wir haben 27 Minuten benötigt, 9,8 Kilometer zurückgelegt und eine Goldmedaille bekommen mit 4879 Punkten. Eine Haltegenauigkeit von 0,0 Meter, das, ja gut, das war auch nicht schwer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge oder dieses Szenario und dieses Video zu der Strecke Rhein-Ruhr-Osten, wenn ich mir rechnen soll. War doch Rhein-Ruhr-Osten, oder? Jetzt wurde ich jetzt ganz blöd. Ja. Das war richtig. Ich hoffe, ich sehe euch vielleicht im nächsten Video, im nächsten Szenario und im nächsten Video hier. Von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten wieder oder einem anderen Video von Schweins im World oder einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.